Hallo Welt, da sind wir wieder, hier im Good Warwick. Viel zu viel gebaut haben wir schon wieder. Das geht aber auch immer schnell mit dem Größenbalken, dass der voll ist. Ja, endlich hat es das Brahmin hier mal reingeschafft. Und wir schnappen uns alle Waffen, die wir haben. Das Brahmin schafft es nie dadurch. Und schmeißen die auf eine möglichst ebene Fläche über den Pip-Boy ab. Ja, das Teil hier können wir vielleicht noch woanders hinstellen kurz. Ja, hier stört es doch nicht gerade. Ja, eine schöne gerade Fläche haben wir hier. Können wir das hier nicht umstellen? Oh nein, er steckt fest da oben. Guckt mit dem Kopf durch die Bretter. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht machen. Ich wollte ja nur einen Größenbalken weit bauen. Tja, aber das ging so schnell. Waffen haben wir nicht ganz so viele, aber ein paar haben wir schon dabei. Die werfen wir jetzt alle auf den Boden. Siedler lieben es, da durchzurennen. Und wir nehmen Waffen aus verschiedenen Gründen und wir nehmen einen ebenen Boden, weil es früher so gewesen ist, dass die Sachen schon mal durch den Boden geglitscht sind. Das wurde aber scheinbar weggepatcht. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr beobachtet, dass so etwas passiert. Ja, wir nehmen ganz gerne normalerweise große Waffen. Jetzt habe ich schon gesehen, wir haben hier wohl auch Granaten und sowas auf den Boden geworfen. Sei es drum. Danke, Curry. Und über das Baumenü können wir jetzt die Sachen also einsammeln. Außerdem haben wir immer ganz gerne ebene Flächen ohne Grasbüschel genommen, auch wo Grasbüschel waren früher. Da ist auch mal ganz gerne was durch den Boden geglitscht. Dann war es eben irgendwie unter dem Boden, war schwer zu erreichen oder vielleicht schlimmstenfalls gar nicht mehr zu erreichen. Aber wie gesagt, wie man hier sieht, das funktioniert jetzt alles sehr viel besser. Und der Größenbalken wird schon leerer. Wir können also einfach einlagern über das Baumenü die Waffen. Und dann können wir die nochmal für diesen Zweck zum Beispiel verwenden. Man könnte natürlich auch die Waffen sofort verwerten, aber dann kann man das ja nur einmal machen. Oh, das ist aber hier schon was anderes als in der letzten Siedlung. Wo waren wir letztens? Am Flughafen Boston. Das ging super schnell. Hier dauert es ja doch schon eine Weile. Das können wir wahrscheinlich noch zwei, dreimal wiederholen jetzt. Ach nö, hier liegen ja noch ganz schön viele Waffen. Ja, funktionieren würde das Ganze dann auch mit Chems oder mit Munition, mit Schrott und allem Möglichen. Der Nachteil bei den anderen Sachen ist natürlich, dass die Chems zum Beispiel sehr viel kleiner sind teilweise, schwer zu finden also. Und dass die auch mehr brauchen. Also das dauert länger. Also wir hatten mal eine ganze Ladung Schrott auf den Boden geworfen und das hat ewig gedauert. Das hat in Covenant hatten wir das mal ausprobiert vor kurzem. Das hat so lange gedauert, dass ich da sogar gesagt habe, nee, wir machen das mal mit doppelter Geschwindigkeit. Dann schneide ich das eben. Aber hier dauert das ja echt lange mit dem Größenbalken. Ich hoffe mal, dass wir dadurch auch länger bauen können dann. Ach so, wir brauchen ja gar nicht so weit. Wir können ja auch hier direkt das Zeug wieder rausholen, die Waffen wieder rausholen. Das ginge ja auch. Wahrscheinlich werden wir nicht alle Waffen jetzt brauchen, aber bevor wir das noch ein drittes Mal oder viertes Mal machen, nehmen wir mal alle Waffen. Also es geht, glaube ich, nicht in den Minusbereich. Also selbst wenn wir jetzt alle Waffen hier auf den Boden werfen und einlagern und auch wenn der Größenbalken dann schon leer ist und wir lagern immer noch weiter ein, dann
heißt das nicht, dass wir da irgendwelche Sachen gut geschrieben kriegen oder so. Das ist dann einfach bei null hört's auf. Aber das macht ja nichts, denke ich. Hauptsache, wir können weiterbauen gleich. Nämlich ein Bettenhaus soll hier noch entstehen. Mich wundert es ein wenig, ich sagte ja am Anfang, dass die Siedler es lieben, hier durchzurennen. Und manchmal dann auch die Waffen ganz gerne durch die Siedlung kicken. Mich wundert es, dass jetzt noch niemand hier durchgerannt ist. Vielleicht erreicht das niemand hier im Moment. Ja, da wäre es schon geschehen. Der Größenbalken ist leer. Wir können fleißig weiterbauen. Und wir haben das Ganze mal ausprobiert, mit welchen Waffen das am besten geht, weil ich dachte, dass es vielleicht besser geht, wenn wir Fettmänner benutzen. Ja, es gibt da wohl schon irgendwie einen Unterschied, aber das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, also mit dem Fatman, weil wir dachten, das wäre die fetteste Waffe hier. Das hat wohl eher was mit der Häufigkeit der Waffen zu tun. Auf jeden Fall haben wir im Außenposten Simonia das mal ausprobiert und ja, es ist so, wenn wir mit dem Fatman, wenn wir das mit dem machen und dann eben drei Teile bauen können, dann gibt es noch eine andere Waffe, das Gleisgewehr nämlich, und mit der können wir dann zum Beispiel vier Sachen bauen. Nagelt mich nicht fest, das ist jetzt eine ganze Weile her, dass wir es ausprobiert haben. Wir hatten damals eine Tabelle gemacht und alle möglichen Waffen ausprobiert. Tatsächlich war das Gleisgewehr am besten dafür, aber das findet man ja auch so gut wie nie. Ich weiß nicht, wie viele Gleisgewehre haben wir? Wenn es hochkommt, haben wir drei. Weil ich glaube, wir haben nicht mal zwei. Vielleicht haben wir nur ein Gleisgewehr. Ja, damit geht es auf jeden Fall am schnellsten. So, wir sind aber soweit durch damit. Und ja, das war ein Novum, dass kein Siedler durch diesen Haufen gelatscht ist. Das ist doch eher selten. Können wir das denn jetzt? Ja, das können wir jetzt umsetzen. Ist ja doch etwas besser, wenn der Siedler, der die Wache hier nicht oben durchguckt. Ist ja egal, erstmal hier hin. Hauptsache ein bisschen angenehmer alles steht hier. Ja, eine Sache zu dem... Scheint wirklich was zu werden. Zu dem Ganzen sage ich dann auch immer, ich vermute nämlich, dass es kein Glitch ist. Ich vermute, dass es auch kein Bug ist. Ich vermute, das soll ganz einfach nur so ein bisschen die Richtung zeigen, wie viel man noch bauen kann. Denn da habe ich auch so den großen Verdacht, dass das so ist. Dass je besser das System ist, umso mehr kann man bauen, würde ja auch Sinn ergeben. Und der Größenbalken soll das wohl so anzeigen. Deswegen haben wir uns das dann irgendwann mal angewöhnt, dass wir Zähler bauen. In den Siedlungen. Und jedes Mal, wenn wir den Größenbalken entleeren, dann drücken wir hier einmal drauf. Und somit können wir aufpassen, dass wir das nicht zu oft machen. Einmal geht bestimmt. Aber 10-mal wäre dann mit Sicherheit zu viel. Und dann würde es wahrscheinlich wie auf der Abernathy-Farm hier nur noch abstürzen. Oder, naja, die Siedlung wäre dann vielleicht kaputt. Also ich vermute mal, dass das mit dazugegeben wurde, damit man da so eine kleine Übersicht hat. Also mit dem Größenbalken. So, wir wollten ein Haus bauen, ein Bettenhaus. Und zwar einetagig. Wir wollen nicht zu hoch bauen. Vielleicht sogar nur einhalbetagig. Na, einhalb wird zu wenig sein.
Wir bauen das Ganze mit den Lagerhausstrukturen, denke ich. Wollen wir denn wirklich so weit rausgehen hier? Ja, was sollen wir sonst mit dem Platz machen? Gut, ja, da sind wir wieder. Wenn irgendwas merkwürdig war, dann war es tatsächlich merkwürdig. Wir sind mal kurz auf dem Desktop gelandet und... Ja, das ist nicht weiter tragisch. Oh, Moment, das brauchen wir ja gar nicht so zu bauen. Ich habe das dann nochmal gemacht. Leider sind wir nicht schlafen gegangen. Das passiert irgendwie immer, wenn wir vergessen abzuspeichern, habe ich den Eindruck. Oder wir bauen hier doch noch mal so etwas hin. Mit Guckloch nach draußen, Fenster. Oh nein, 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 nein. Jetzt aber. Oh, wird das nicht zu groß? Nein. Zwei Bodenplatten haben wir hier. Oh, so viele Fenster hier. Naja, okay. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Und an deiner Seite, Curry. Ich hole mir vielleicht noch was zu trinken. Euer Getränkeautomat funktioniert auch noch gar nicht richtig.
Das müssen wir uns aber erstmal angucken, wie das jetzt wirkt. Okay. Groß sieht es aus. Ja. Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Was für ein Dach machen wir jetzt drauf? Das Dach wirkt dann auch wieder so groß. Ein Flachdach? Schon wieder ein Flachdach. Das müssen wir ausprobieren. Ich meine, alles, wenn wir jetzt hier noch eine Schräge oben drauf machen, das wird echt zu groß oben. Gibt es hier nur Pharma? Oh, Scheiße. Wir wollen nur Infopistolen und das Munition. Zeug ist besser als Nuka-Cola. Wo sind die Verrückten, die sich nach Mini-Atombomben sehen? Ich dachte so, aber das wird viel zu groß. Aber das könnte passen von beiden Seiten. Ja, ich denke doch, das könnte klappen. Ist zwar ein bisschen groß, aber ich glaube, das versuchen wir mal so. Also so. Da haben wir aber genug Platz für Dekorationen hier. So viel Getränke, wie das Herz begehrt. Müssen wir wirklich aufstehen? Herzbegehrende Getränke. Curie, du kannst liegen bleiben. Ich baue sowieso nur noch ein bisschen weiter. Oh, in der nächsten Folge. Diese Folge ist doch vorbei. Aber nicht so vorbei, als dass ich mich nicht mehr bedanken könnte. Das mache ich nämlich jetzt noch. Bedanken, wofür? Für euer Zusehen natürlich. Für eure Kommentare auch. Und herzlichen Dank auch für eure Likes. Daumen hoch. War nicht schlecht am Getränkeautomat. Für euch macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.